Wird in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt? Nun, die Welt hat Carlo Mascherla, unseren Lieblingspolitikexperten, zu Gast. Nein, natürlich nicht. Carlo Mascherla ist ein furchtbarer Kriegshetzer und wir werden uns jetzt ansehen, was er zur Wiedereinführung der Wehrpflicht und zum Krieg in der Ukraine so Katastrophales zu sagen haben wird. Lassen Sie uns noch mal auf Deutschland schauen, denn wir haben angestoßen auch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius so eine ja etwas schwelende Debatte rund um die Wehrpflicht hier in Deutschland. Nun gab es aber direkt auch wieder Stimmen, also die FDP ist nicht begeistert, auch aus der SPD gab es nun Zeichen, naja, bevor wir über sowas sprechen, sollte man erstmal an der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber arbeiten. So hat sich Rolf Mützenich nicht geäußert. Wie schauen Sie denn auf diese Debatte? Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass Pistorius wenigstens mal eine Debatte angestoßen hat. Der Rest weiß, was er nicht will, sagt aber nicht, was er will. Und ich glaube, es steht ihm keinem Widerspruch, diese Debatte anzustoßen. Und da geht es ja um das schwedische Modell. Also das wird ja oftmals auch verzerrt dargestellt. Es geht ja nicht um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht im Allgemeinen, so wie wir sie mal in der Bundesrepublik Deutschland hatten, sondern um ein System, in dem jeder Mann und ich vermute mal dann auch in Zukunft Frau gemustert wird, indem die Entscheidung aber, Dienst in der Bundeswehr zu tun, freiwillig ist. Und diese Debatte stößt Pistorius jetzt nun an, dass man darüber hinaus die Freiwillig. Ich bin mal gespannt, wie freiwillig das dann im Zweifelsfall, wenn die Bundesregierung Soldaten für irgendwelche Stellvertreterkriege braucht oder wenn sie irgendwann mal wieder China provozieren will, wie freiwillig das dann noch sein wird. Aber genau so beginnt es dann. Wir mustern erstmal jeden und dann, ja. Also das hört sich erstmal so an, wie die Schlange mit dem Apfel. Hier, nimm doch mal einen Bissen, nimm einen Bissen. So schlimm ist das doch nicht. Nur einen Bissen. Ja, und am Ende, hat man dann den ganzen Apfel gegessen. die Bundeswehr attraktiver machen muss, das steht dem nicht im Wege. Also nur alleine ein schwedisches Modell der Wehrpflicht wird es nicht rausreißen, sondern die Bundeswehr muss auch attraktiver werden, was sozusagen ihre Strukturen anbelangt. Aber definitiv ist, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Personal in die Bundeswehr bekommen. Naja, für korrupte Beraterfirmen ist die Bundeswehr ja gerade attraktiv. Da kann man ja gar nichts, zu sagen. Weil das ist die zentrale Frage. Also Sie können das Sondervermögen vernünftig ausgeben, diese 100 Milliarden, aber wenn Sie keine Menschen haben, die das Gerät dann bedienen, dann hilft Ihnen auch nicht das moderne Gerät auf dem Hof. Das heißt, das andere nicht tun, das andere nicht lassen. Das heißt, Sie wünschen sich da schon auch mehr Debatte rund um dieses Thema. Herr Masala, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Also absolut katastrophal. Eine weitere Aufrüstung steht ins Haus. Die Bundeswehr soll noch weiter aufgerüstet werden. Es soll noch mehr Personal in die Bundeswehr gesteckt werden. In diesem Sinne schaut euch auch gerne das Video auf meinem Erstkanal an, was ich hier an dieser Stelle nochmal ausdrücklich empfehlen möchte. Das ist, wie gesagt, wenn ich hier dieses Video auf meinem Zweitkanal hochgeladen haben werde, wird das schon draußen sein. Das heißt, droht ein NATO-Krieg gegen Russland, die gefährlichen Planspiele der DGAP. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die ist ein Think Tank, die genau die Einführung eines solchen Resilienzpraktikums, also einer de facto Wehrpflicht, fordert. Absolut gefährlich, was da gefordert wird. Solche Leute wie Carlo Mascherla treiben diese Planspiele mit voran. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir dann irgendwann die verpflichtende Wehrpflicht, wenn das so weitergeht.